für unsere Ausstellung Der Himmel so weit, Landschaftsdarstellungen der Niederrheinlande, haben wir uns von vielen Museen zum Teil ganz hochrangige Gemälde, Zeichnungen und Fotografien ausgeliehen. Und wenn man so Gemälde und Zeichnungen von großem Wert bekommt, dann werden die normalerweise ganz kompliziert verpackt und aufwendig transportiert. Und beim Auspacken ist immer ein Vertreter des Museums oder der Sammlung dabei, der erklärt, wie die Werke eingepackt worden sind, damit man sie auch sorgsam wieder auspacken kann. Und der darauf achtet, wie diese Werke ausgepackt und aufgehängt werden. Da sind also immer ganz viele Leute dabei. Da sind natürlich wir dabei, wir, die die Ausstellung geplant haben, aber auch die, die die Ausstellung realisieren, indem sie die Werke auspacken, an die Wand hängen. Da ist der Restaurator von uns dabei und der Kurier oder die Kurierin des jeweiligen Museums. An dem Tag, als diese Aufnahmen hier entstanden sind, da waren Kuriere aus dem Landesmuseum in Bonn für die Gemälde dabei und für die Fotografien aus der SK-Stiftung Fotografie in Köln. Da haben wir nämlich auch mehrere wertvolle Fotografien für die Ausstellung her. Bei der Ausstellung Der Himmel so weit, Landschaftsdarstellungen der Niederrheinlande, hatten wir die Idee zu einer Ausstellung, mit der wir eingehen auf unsere Lage als Museum am Niederrhein, ganz nah an der deutsch-niederländischen Grenze. Das ist also eine Ausstellung, in der es um Landschaftsmalerei geht oder überhaupt um Landschaft. Und zwar um die Landschaft, in der wir gelegen sind. Das ist der Niederrhein hier auf der deutschen Seite. Die Niederländer haben da keinen so griffigen Ausdruck, aber sie haben dieselbe Landschaft. Es ist derselbe Rhein, sind dieselben Höhenzüge. Und es ist interessant zu sehen, dass die Künstler, seitdem sie vor allen Dingen in den Niederlanden landen, im sogenannten goldenen Zeitalter, sich der Landschaft als Sujet in der Kunst geöffnet haben, diese Landschaft hier sehr intensiv studiert, gezeichnet haben. Also die ganzen großen Künstler wie Salomon van Royestal, Jan van Goyen und so weiter, die für die niederländische Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts so charakteristisch sind, die haben hier gezeichnet, sind mit dem Boot oder zu Fuß den Rhein hinuntergegangen und haben diese Landschaft aufgenommen, um sie dann später im Atelier für ihre Bilder zu verarbeiten. Und das ist die Jahrhunderte durch seither passiert. Im 18. Jahrhundert vielleicht stärker mit Hinblick auf die genaue Topografie der Landschaft, aber mit dem Beginn der Romantik wieder ganz stark unter künstlerischen Aspekten. Da gibt es hier in Kleve mit der Klever Romantik einen richtigen Schwerpunkt. Und so sind wir durch die Jahrhunderte gegangen, bis heute durch die Medien, über die Malerei, die Grafik bis zur Fotografie und haben ein Bild dieser Landschaft, in der wir uns als Museum befinden, ausgebreitet.